Was geht ab, meine Bitches? Was? Keine Ahnung, was das für eine Ansage war. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Isaac Afterbirth. Gamescom ist vorbei. Erste Aufnahme nach der Gamescom. Und wir zocken heute. Wir müssen immer noch Godhead freischalten, ne? Und ich würde sagen, wir nehmen dafür einfach mal wieder eine Runde Isaac. Greed Mode. Ich bin am Überlegen, Chaos, wir brauchen eigentlich Chaos, ne? Wir müssen eigentlich wieder so lange starten, bis wir Chaos haben. Dann können wir den Godhead hier finden. Und, ne, haben wir ja gar, haben wir ja schon. Ah, Quatsch, 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 Quatsch. Genau, haben wir ja schon. Wir müssen, ne, wir müssen einfach weitermachen, denn wir brauchen die Bandage. Wir brauchen nur noch die Superbandage. Godhead haben wir ja schon gefunden. Ich bin auch schon ganz blöde. Habe ich ganz vergessen, ich habe ja ein paar Tage nicht gespielt. Wir machen mal kurz so lange Reset, bis irgendwie ein guter Start hier am Items ist. Das ist nicht gut. Das ist gut. Roll for Mons, ganz geil. Kommen wir mal zur Gamescom. Gamescom waren 5 Tage voller Action, voller Spaß. Hat mega Laune gemacht. Ich hatte eigentlich jeden Tag echt immer Laune. Und ja, es war sehr anstrengend, muss ich zugeben. Aber alles in allem hat sich echt übelst gelohnt. Ich hatte mega den Spaß. Und auch die Leute, mit denen ich da war, waren super cool drauf. Ich habe viele von euch getroffen. Ich habe einige Spiele getestet tatsächlich. Und alles in allem war es wirklich ein super geiles Event. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es. Guck mal. Das in der ersten Ebene. Das ist ja mega sweet. Ja, ich hoffe, dass es ab sofort wieder ein bisschen geregelter abläuft. Denn ich weiß, in den Aufnahmen technisch war es. Ich hatte genug Aufnahmen, aber war dann teilweise zu wasted, um die irgendwie einzustellen. Weil ich teilweise. Weiß nicht, nur 3 Stunden gepennt hatte und dann bin ich nicht nochmal am Rechner gegangen und ja, es tut mir auf jeden Fall leid. Ist aber, denke ich mal, nicht ganz so schlimm. Viele von euch waren auf der Gamescom, viele von euch hatten vielleicht auch gar keine Zeit. Ich denke mal, die 1, 2 Tage, wo jetzt weniger Videos kamen, war jetzt auch nicht so tragisch. Zumal ja in der normalen Zeit eigentlich immer Videos kamen. Und ja, vorweg war die Gamescom krasser als letztes Jahr? Ich muss sagen, von den Menschenmengen her jetzt ist das immer schwierig einzuschätzen. Ich finde schon. Ich finde, es waren dieses Jahr mehr Leute auf der Gamescom vor Ort. League of Legends ist ja sowieso so ein bisschen ausgestorben auf der Gamescom, was ich ein bisschen schade finde. Klar, man sieht es immer mal wieder auf Bühnen. Es wird halt eigentlich auf den Stages immer gespielt, weil es halt so ein Stage-Game auch ist. Weil man es halt immer gut spielen kann, weil es einfach jeder kennt, so ziemlich. Aber es gab halt keine Stände mehr, ne? Riot hatte ja vorher schon, voriges Jahr schon, keinen Stand mehr. Die waren ja vorher schon komplett weg. Und dieses Jahr war es sogar noch ein bisschen heftiger. Es ist noch ein bisschen krasser aufgefallen. Man hat eigentlich kaum League of Legends gesehen. Man hat kaum irgendwelche Cosplays von League of Legends gesehen, was ich immer sehr schade finde. Und ja, es war echt heftig. Hätte ich nicht gedacht. Also, schade, dass man diesen Weg gegangen ist. Finde ich ein bisschen traurig. Denn ich habe es immer sehr gefeiert, dass man League of Legends auf der Gamescom gesehen hat. Übrigens, alle Sachen, die ich hier nochmal behandle, oder über diese Sachen, die ich jetzt hier kurz anreiße, werde ich nochmal ausführlich reden in einem Vlog. Da werde ich nochmal so die Gamescom zusammenfassen. Ihr lasst euch einfach überraschen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Das könnt ihr euch dann alles selber angucken. Ja, aber ich habe Isaac echt vermisst. Ich bin froh, dass wir jetzt fast alles geschafft haben. Wir müssen jetzt nur die Superbandage finden. Dann haben wir 1001%. Und dann können wir uns ranmachen, ein paar Eden-Runs zu knacken. Und ein paar andere coole Sachen. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Denn, ja, darauf habe ich ja die ganze Zeit hingearbeitet. Ne, auf diesen Erfolg. Oh, das ist nice. Halo of Lies ist wirklich super nice. Ja, wir müssen mal gucken. Eventuell. Ja, vielleicht kriegen wir ja noch ein. Das wäre halt ultra geil, wenn wir jetzt noch ein Steam Sale kriegen, ne? Ich meine, die Chance ist sehr un. Hauptsache, ich sterbe jetzt nicht irgendwie noch. Das wäre halt richtig dumm. Das Messer. Ja, warum nicht? Gut, was haben wir denn? Hier haben wir eigentlich nichts mehr, was wir brauchen. Wir gehen mal weiter. Das Messer ist eigentlich immer geil. Finde ich eigentlich immer worth. Lass mal trinken. Schön unprofessionell, ne? Wie immer. Aber ist ja nichts. Warte mal, wir haben nur noch ein halbes Herz. Oh Gott.
Das hätte ja noch schlimmer enden können, tatsächlich. Gut, wir haben wieder eine Tech-Speed-Upgrade, was sehr geil ist, auch fürs Messer. Wir haben auch hier wieder coole Sachen eigentlich. Wir können mal kurz die Kiste hier rüberschieben. Wir haben ja eigentlich keinen Zeitdruck, ne? Wir haben keinen Zeitdruck. Das wäre zu schön gewesen, wenn jetzt nochmal so ein Ding da gewesen wäre. Würfeln können wir leider noch nicht, aber wir gehen mal kurz hier rein. Finde ich jetzt nicht so toll, tatsächlich. Ich hoffe, es dauert auch nicht mehr allzu lange, bis Isaac Plus kommt. Oder Afterbirth Plus, oder... Heißt es Afterbirth Plus? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Bin schon ziemlich gehypt, wenn ich ehrlich bin. Denn, ja, wir spielen das Addon ja jetzt schon relativ lange. Oh Gott. Diese Scheißhaufen. Wie mich diese Scheißhaufen treffen. Hopp. Alter, das Messer ist einfach zu sick. Immer noch eins der krassesten Waffen in Isaac, weil es einfach so strong ist. Wir nehmen das mal kurz so mit. Wow. Oh, Steven ist nice. Steven ist ein Damage Upgrade. Ich bin am überlegen. Man könnte halt den Schlüssel wieder, den Dings benutzen. Den Würfel. Weil wir brauchen ja eigentlich die Bandage, ne? Aber es ist... Boah, Alter, wie schnell der stirbt. Es ist eigentlich nicht worth, den Würfel zu benutzen, wenn wir um den Teufelsziel gehen. Weil wir da ja sowieso nur Teufelsziel-Items kriegen. Wow, das habe ich gerade wirklich gemacht. Ach, komm schon, das habe ich nicht wirklich gemacht. Fuck this. Gut, das war richtig kacke. Wir haben hier noch ein HP-Upgrade. Brauchen wir nicht unbedingt. Wir gehen mal weiter. Wie gesagt, eigentlich wäre es ja super geil gewesen, wenn wir jetzt noch ein Dings gehabt hätten. Ne? Noch ein Steam-Sale. Weil dann kannst du alle Items holen. Dann kannst du dir alle Items kaufen, die es gibt. Curse of the Blind ist ziemlich kacke. Squeezy ist nochmal ein Tiers ab, bringt aber nichts, wenn du 5 Tiers ab hast. Hour Energy. Ja, es ist ziemlicher Käse, tatsächlich. Das ist echt ziemlicher Käse, weil wir nicht wissen, was da drin ist. Das ist halt ziemlicher Nonsens. Ja. Ja, es ist eigentlich scheißegal. Wir müssen eigentlich hier weitermachen. Weil jetzt noch ein paar Items sich zu kaufen, noch mal ein paar Mal zu reborn, bringt halt nichts. Wir sehen halt nicht, welche Items da drin sind und dementsprechend ist das halt echt vollkommener Müll. Oh Gott, ey. Komm schon. Nein! Gott, Alter, was mache ich denn hier? Ich werde einfach 100 Mal getroffen von der Scheiße. Höp. Oh Gott, ey. Okay, wir haben relativ viel Schaden genommen.
Danke. Fucking Kackboss. Mann, keiner mag dich, du Scheißboss. Warum werde ich eigentlich von jeder... Ah, ich weiß warum. Ne? Wir haben wieder ewig kein Isaac mehr gespielt und dementsprechend sind wir kacke. Ja, ja, ne? Deswegen sind wir so kacke. Pentagramm. Ja, ist okay. Ja, wir kaufen uns jetzt hier nichts mehr, weil wir sehen eh die Items nicht. Es ist totaler Käse, wenn wir jetzt irgendwie nur Items kaufen hier. Von daher ab in die Womp. Gucken, ob wir hier noch irgendwas Tolles haben. Lil Chubby. Ein Herz. Das können wir eigentlich mal mitnehmen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Vielleicht haben wir noch einen Bettler. Einen Schlüsselbettler. Ja. Tatsächlich ist das alles Müll. Chaos. Chaos ist eigentlich schön, ne? Gib mir doch mal irgendwas, womit ich was anfangen kann. Wie wär's mal mit einer Bombe zum Beispiel? Ja, also. Geht doch. Ja, das sind alles Schrott-Items. Ja, das ist alles Müll. Diese Kacke. Oh mein Gott, ernsthaft. Oh Gott. Ich verstehe das nicht. Mein Messer macht doch eigentlich tons of damage. Also. Boss. Der Große schon weg ist. Ist einfach instant down, Alter. Also. Geht doch. So, 25. Wir haben etliche Münzen. What the fuck? What the fuck, Alter? Seit wann kommt denn hier Mom? Yep. Yep, yep, yep. So, was haben wir denn jetzt hier? Synthol. Wir brauchen kein Damage Upgrade eigentlich. Ich will jetzt das Ding sehen. Gib mir die Bandage. Oh, gib mir doch die Bandage, bitte. Super. Nochmal zu Reroll, macht keinen Sinn. Oh, wir kriegen es aber auch nicht, ne? Wir kriegen es nicht gebacken, ey. Das ist Wahnsinn. So, dann zeig mal, was du hast. Naja. Ah, die Box. Mom's Locket. Kannst du mir jetzt einfach mal die Bandage geben, please? Das wäre sehr nice. Paralysis. Cancer. Das ist ein geiles Trinket. Ich weiß gar nicht, ob es so geil ist mit dem Messer. Ich glaube eher sogar nicht. Wir dürfen halt dann immer nur so kurz antippen. Ich frage mich gerade, was passiert denn nochmal, wenn man mit Dings Cancer hat? Mit der Sojamilch. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Sterben wir jetzt oder? Das wäre irgendwie nicht so geil. Komm schon. Geile Sache.
komm schon. Verarsch mich doch jetzt nicht. Alter, please. Nein! Oh. Gut, Leute, wir machen heute mal einen kurzen Run. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir wirklich den Greed-Mode machen sollen, um die Supermanage zu finden. Ich glaube, das ist eigentlich der beste Weg, denn Supermanage kommt in dem Schatzraum und ich glaube, im Greed-Mode kann dieses Item auf jeden Fall auch vorkommen. Ich glaube, mit Eisen geht es eigentlich am schnellsten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein!